So, ist schon jemand da? Wahrscheinlich nicht, ne? Hi. Das. So. Huch, wer ist denn heute alles online, The Witness. Kostenlos verfügbar. Du wachst allein auf einer seltsamen Insel voller Rätsel. Diese Rätsel werden dich herausfordern und überraschen. Du erinnerst dich weder daran, wer du bist, noch wie du hierher geraten bist. Aber es gibt noch Hoffnung. Du kannst die Insel nach Hinweisen absuchen, deine Erinnerung wiedererlangen und einen Weg nach Hause finden. The Witness respektiert dich als Spieler und weiß, dass deine Zeit wertvoll ist. Es gibt über 500 Rätsel, aber nichts Überflüssiges. Jedes Rätsel bringt seine ganz eigenen Ideen mit. Ein Spiel voller Ideen. Okay. Nice. Satisfactory wird mal geupdatet, das ist schon mal ganz gut. Ja, www.rode.com/warranty. Showcaster. Boah, Seriennummer. Ja. Kostenlos eine 10-Jahres-Garantie aktiviert werden. Registrieren Sie Ihr Produkt, um diese Garantie in Anspruch zu nehmen.
Hallo, Maus. Was ist denn jetzt kaputt? Meine Bestellung. Am 18. März. Online. Amazon.de. Kaufwillig auch. Dokument speichern. Continue. Sind noch. Nee. Ah, Germany, okay. Abend 50er. Sorry, habe ich das jetzt zu spät gesehen? Ich hoffe nicht. Wie geht's, wie steht's? Alles gut? Alles gut. Ich erstelle gerade meine 10-Jahre-Garantie für das Rode Procaster. Wenn ich so die Möglichkeit schon habe, dann mache ich das auch. Muss ich mich halt nur mal eben registrieren bei Rode. Ja, an sich eigentlich ganz gut, aber irgendwie habe ich in den letzten Tagen ständig nur noch Nacken, Rücken, fast jeden Tag Kopfschmerzen und Stress. Nee, nicht speichern. Gültig bis März 2029. Nice. Ja. Ach, fuck. Ja. Was ist Erholung? Arbeit geht so. Aber jetzt fängt der Renovierungs- und Umzugsstress an.
Weiß ich nicht. Letzten Tage ist einfach irgendwie. Boah. Eitheiten. Eine Kopie, ja, okay. Ja, Doppelaushälfte. Danke, aber auch nur durch meine Mutter möglich. Nala, drück doch einfach ein bisschen. Oh, diese Katze, ne? Nee, unsere Katze ist ja zu doof, um Türen zu öffnen. So, okay. Garantie erstellt. Kann geschlossen werden. Aber zumindest sollte hier Bild und Ton wieder synchron sein, oder? Ich glaube, also gestern war es das zumindest. Ich hoffe, das ist heute auch noch so. Wunderbar, freut mich. Kudos. Welcome back, Onkel Schopse. Ah, auf was? Ich bin ja gerade voll hin und weg von The Isle. Ist gerade das einzige Spiel, das ich aktuell spiele. Okay. Das war schön. Hallo, Bild. Ja. Steht ja auf Anthem. Satisfactory. Satisfactory. Ich brauch heute mal was Ruhiges. Okay, da werden Stahlbahnen. Ich muss mal eben wieder reinkommen. Hier werden Stahlbarren hergestellt, ne? Ja. So, und die Stahlbarren werden zu Stahlrohren verarbeitet. Okay, oh, ui. Wir haben schon ein paar Stahlrohre. So, und hier werden. Was sind das? Und? Was konnte gestern nicht und könnte sein, dass ich nachher auch wieder weg muss. Alles klar, kein Ding, Titan. So lange mache ich eh nicht. Ich muss definitiv früh ins Bett. Ich habe im Moment irgendwie, weiß nicht, ich schlafe irgendwie auch ziemlich beschissen im Moment. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum, was im Moment los ist. Wird sich mit Sicherheit auch widerlegen. Warte mal, ich finde das hier gerade alles irgendwie ein bisschen sehr laut. Ich glaube, so ist ein bisschen angenehmer. So verstehen wir uns alle, glaube ich, ein bisschen besser. Oder besser gesagt, ihr mich. Okay. So, und die Steel Beam gehen jetzt da hoch. Ach so, ja, stimmt. Ich kann hier ja nicht.
Wo war noch mal? Da müsste es sein. Ja, hier. Sollst ja weiter streamen können und was mit der Familie machen. Ja. Ich hoffe, dass das mit der Telekom alles so klappt, dass wir dann auch pünktlich, wenn wir drüben sind im Haus, auch wieder Internet haben. Ansonsten wird es wohl einige Zeit von mir nichts geben. Und das wäre ziemlich scheiße. Also auch so generell wäre das ziemlich scheiße ohne Internet. Förderband? Nein. Ist so. Warte mal, was werden hier jetzt nochmal hergestellt? Encased Industrial Beam. Okay. Wir bleiben dir treu. Das ist nett. Und freuen uns dann so mehr wieder von dir zu hören. Wenn es nicht passend. Ja, das wäre echt fies, wenn es nicht passend läuft, aber naja. Schauen wir erstmal. Okay, dann habe ich Encased Industrial Beam. Okay. So, und für die Statoren brauche ich wieder eine Manufaktur, die dann. Das freut mich. Das finde ich schön. Okay, warte mal. Das heißt, die Grunditems, also die Stahlproduktion, habe ich hier jetzt. Ja, im Prinzip fertig, ne? Da kommen die Stahlrohre an. Und hier die Encased Industrial Beam. Wir müssten im Prinzip da hinten rüber, ne? Weil da ja die Manufaktur ist. Sieht ja auch schon krass aus, was ich hier bisher gebaut habe, ne? Wobei, also ich habe schon andere Sachen so flüchtig gesehen. Boah. Kann ich ja im Prinzip eigentlich da hinten raus, ne? Bin mal AFK, könnte länger sein. Alles klar, bis später vielleicht. Rohre. Oder Stangen, Eisenstangen. Bisschen Eisenerz haben wir ja noch. Hast du irgendwie eine schöne Übersicht auf deine Produktionsstätte? Warte. Wir können gleich eine schöne Übersicht machen. Hoffe ich zumindest, dass die Übersicht schön ist. So. Mein Gott.
Wieso braucht denn der... Der braucht ja ewig lange. Sind das schon? Ach, ja, ich bin Held. Man sollte das natürlich auch andersrum bauen, ne? So, dann kann das da auf jeden Fall schon mal gelagert werden. Ja, viel mehr sieht man hier jetzt auch nicht, ne? Du hast halt da den Weltraumlift, da hinten ist eine Kupfermine. Ach, da ist noch ein Beobachtungsturm. Hier vorne sind Eisenminen. Hier hast du die Schmelzen, da hast du die ersten Konstrukteure oder Konstruktionen, die halt aus den Kupferbarren, also Kupfererz, Kupferbarren, Kupferdraht, wird eingelagert. Läuft runter zur Manufaktur. Dann hast du da eine Eisenschmelze. Das sind auch Eisenbarren, werden zu Eisenstangen. Ja, im Normalfall schon. Ja, ich versuch's zumindest. Wobei, also dieses Durcheinander sieht oftmals echt geil aus. Ach ja, genau. Die Kupferdrähte werden übrigens auch noch zu Kabeln weiterverarbeitet. Genau, hier in dem Strang. Das wird hier abgenommen, geht hier rüber in Konstrukteur und nur ein Genie beherrscht das Chaos. Ja, das würde ich wahrscheinlich auch noch, aber weiß ich nicht. Ich bin irgendwie sogar zu doof, um es so chaotisch aufzubauen. Keine Ahnung. Dann haben wir da noch ein von den Kupferstangen. Warte mal, jetzt muss ich selber mal eben gucken. Ja. Okay, hier haben wir den Strang mit den Kupferdrähten. Ne, Kupferbarren, Kupferdrähte, Kupferdrähte. Und hier werden Kabel produziert. Natürlich schön, alles schon voll. Ah, hier sind nicht Eisenstangen, sondern hier sind Eisenplatten. Genau. So, und hier haben wir die Eisenstangenproduktion. Und weil wir so viele Schrauben brauchten, habe ich noch eine zweite Eisenstangenproduktion mit erweiterter Produktion zu Schrauben gemacht. Weil Schrauben machst du aus Eisenstangen. So, hier haben wir jede Menge Generatoren, die wir nicht mehr brauchen. Das war zwischendurch nur mal so eine Produktionsstätte für... Hier, Biomasse. Kann ich eigentlich auch mal im... Nee, warte mal, das war Kalkstein. So, dann haben wir das schon mal aus dem Inventar. Die könnte ich mal eben essen. Dann haben wir die auch schon aus dem Inventar.
Hier unten wird Beton hergestellt und da kommt auch noch Beton an. Ne, also Mine, Mine, Konstruktion, Konstruktion wird zu Beton, wird eingelagert. So, hier vorne haben wir jetzt unser Kohlekraftwerk. Ne, hier wird die Kohle angeliefert von den Fahrzeugen, die hier die ganze Zeit hin und her daddeln. Du musst deine Lager vergrößern. Ja. So, und hier sind die drei Kohlekraftwerke. Die meisten Laufbänder stehen. Ja, das macht nichts. Das wird alles so nach und nach gebraucht. Das Problem ist, dass die Manufaktur wesentlich langsamer ist als die normale Produktion. Ja, guck mal, hier rauschen die Schrauben schon durch, aber das. Ja, guck mal, da kommt eins von den Autos und bringt Kohle. Von der Kohlefabrik da hinten irgendwo. Warte, wo haben wir sie? Da. Da hinten irgendwo. Siehst du ja oben am Radar, siehst du das. Ist ein bisschen beschriftet. Hier werden. Genau, hier sind die modularen Rahmen, die hergestellt werden. Hier werden verstärkte Eisenplatten hergestellt. Aus Eisenplatten und Schrauben. Ach ja, genau. Und hier werden Rotoren, meine ich, hergestellt. Ne? Ja, Rotoren, genau. So, und hier hatte, weiß ich nicht, ich hatte beim Aufbau irgendwie den Gedanken, wir brauchen mehrere Bahnen. Und dann brauchte ich sie erstmal doch nicht und habe sie dann hinterher aber doch stehen lassen, weil wegen Stahlproduktion, ne, die jetzt hier drin ist. Rotoren brauche ich unter anderem für Motoren. Die Rotoren werden zusammen mit den Statoren zusammengeknüppelt und dann haben wir Motoren. Warte. So. Die Rotoren aus Eisenstangen und Schrauben hergestellt. Finde ich auch geil, ne? Schrauben werden aus Eisenstangen hergestellt, aber aus Eisenstangen und Schrauben werden dann solche Rotoren hergestellt. Naja, egal. So, und aus den Rotoren und den Statoren, die aus Stahlrohren und Drähten, ja, hergestellt werden, werden dann Motoren hergestellt. Und davon brauche ich irgendwie 75 Stück oder so. Natürlich kann ich das auch alles von Hand knüppeln, weil im Endeffekt ist es jetzt nicht so viel, aber muss ja nicht, ne? Warum, wenn es auch so geht? Warte mal. Aber warum selber machen, wenn das die Maschinen auch schaffen? Eben. So. Dann gehen wir jetzt. Also hier unten in der Stahlproduktion finde ich es schon ein bisschen interessanter, weil hier wirklich mehr so aufeinander. Hier sieht schon mehr nach Fabrik aus. Das da hinten, die Produktion, finde ich, ist eher eigentlich ein bisschen zu geradlinig, aber naja, egal. Also das können wir hier durchführen und das andere Band, das führen wir dann hier runter. Das müsste hier sogar mittig durchgehen. Dann nehmen wir jetzt. So, so.
Echt jetzt? Ach, so geht's. So. Nice. Okay, nee. Okay, ich muss mehr Beton holen, definitiv. So, ach ja. Hä? Ach lol. So. Hier komme ich raus. Wieso sind das hier eigentlich? Okay, ich brauche. Schön, dass das hier schon wieder in der Luft steht. Ich brauche Beton. Ich brauch Beton, ich brauch Beton, ich brauch Beton. Kann man eigentlich genug sehen? Ja, ne? So. Die können weg. Ja, kann man. Das ist wunderbar. Das freut mich. So. So, hübsch, schön betoniert. Planiert, betoniert.
und mit Stahl zugepflastert. Ja, hier haben wir jetzt schöne Guckfenster. Für mehr sind die nicht mehr gut. Das ist auch ein bisschen doof, ne? Dass man die nicht an die Seite machen kann hier. Das sind Türen. Scheiß auf die Natur. Das Ding war jetzt erstmal außer Hand wieder. Hier, kennst du das schon? Ich kann aus Eisenstangen kann ich Bolzen machen und damit kann ich schießen. Ich habe aber immer nur einen Schuss. Ich kann ganze Fabriken bauen auf Alienplaneten, aber ich habe ein Bolzenschussgerät. Das ist... Ah, sag mal schnell, die Verzögerung scheint heute ziemlich gering zu sein. Finde ich gut. Okay. Da haben wir einen braunen Sandblock. Machen wir hier wieder Stahlblock. Und was... Ach, fuck, was machen wir denn jetzt als nächstes hier? Tun wir eben eine Werkbank her. Nein, nicht weg. Ich will lesen. Warum habe ich denn immer noch... So. Ich muss als nächstes Statoren basteln. Aus Kupferdraht und Stahlrohren. Okay. Hä? Ah, so macht's mehr Sinn. So. Das. Nicht genügend Freiraum. Willst du mich wahr? Die Bolzen sind für die Stabilisierung deiner Objekte gedacht. Die Bolzen nicht. Ach verdammt, ey, scheiß drauf. Wäre zu blöd. Das passt nicht. Dass man die Dinger nicht hier auf die Kante setzen kann, ne? Das ist doch so dämlich. Oh, das sind doch keine... Ich wollte doch sagen, das sind doch keine schnellen Förderbänder. So, so. So. Zu teuer. Echt jetzt? Hier kommen zu wenig Schrauben an. Das dauert zu lange, ey.
muss ich irgendwie mal noch optimieren. Stator. Okay. So. Und dann können wir hier den noch machen. So. Hier werden... Oh, das geht ja relativ schnell. Na klar, wenn du die Gegner da an die Wand schießt, greift das Wetter die Wände nicht an. Ja, genau. Ja, alles klar. Und die Statoren brauche ich eigentlich für nichts anderes als für die Motoren. Und die Motoren mache ich aus... Rotoren und Statoren. Das heißt Produktion, Manufaktur. Hä? Ah, okay. Ja, nice. Dann machen wir es so. Und eine bessere Dämmung hast du auch, ja. Wärmedämmung, yay! Okay. So, dann ziehen wir das hier hinten drüber, würde ich sagen, einfach. Eisenstangen benötigt. Gut, dass wir hier welche liegen haben. Die werden gerade eh nicht benötigt.
So. So. Ach so, Statoren, ja, genau. So, drei Stahlrohre und ach nein. Motoren. Zwei Rotoren und zwei Statoren. Gut, wenn es einmal anliegt, ist es eigentlich auch egal. Ach so, Strom. Wäre gut, wa? Nehmen wir von dem, dann können wir mit dem hier nämlich noch ein bisschen weitergehen. Dann sitzen wir sicherheitshalber erstmal hier hin. Was sagt der Strom? Oh. Wir sollten definitiv noch ein Kohlewerk bauen. Falsche Richtung. Energie. Hier fehlen Kabel. Ein bisschen. Ist gleich erledigt. Kein Problem. Haben wir sofort. Dieser Scheißstein, ne? Man braucht definitiv mal eine Pickaxe hier. Gute Nacht. Ja, wir dich auch. Und jetzt schlafen. Noch einmal und das Handy ist weg. So. Logistik, Fördermannsplitter. So. Ich wollte gerade sagen, wieso ist denn da jetzt?
Wände. Benutze das zwar als Fenster für Drähte, aber das ist ja egal. Habe ich die Farbpistole? Nein, die habe ich natürlich nicht mit. Egal. War die Tür vielleicht nicht richtig zu oder so? Oder hat er den Maler rausgelassen? Ja. Okay, gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder genug Energie. So schnell geht das. Hier ist auf jeden Fall noch genug drin, also. Ah doch, die Fahrzeuge bewegen sich noch, alles klar. So. Eisenstangen haben wir mehr als genug. Jetzt sind echt die Schrauben, ne? Wird aber genauso schnell produziert, wie rausgeholt wird. Also, noch schneller kann es nicht rausgenommen werden. Oh. Das Einzige, was ich höchstens noch machen könnte, ist hier noch ein... noch eine zweite Strecke und die auch noch mit da reinführen. Dass ich das da erst gar nicht aufteilen lasse. Oh, ja, sehr intelligent. Okay, Statoren brauchen definitiv zu lange. Ha ha ha.
Ne, das sind Kabel. So. Dann geht das jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller. So. So. Zu teuer. Egal. Eisenplatten werden eh nicht so viel benötigt. Eigentlich brauche ich das gar nicht ausbauen. Aber das Statoren, es wäre natürlich ein bisschen, wäre natürlich schon sehr praktisch. Ich glaube, ich kann bald mal auf die Suche nach Elektroschnecken gehen, ey. Sehen ja schon cool aus, die Items, ne? Richtig schön detailliert gemacht, ey. Also das Spiel, also für eine Early Access ist das Spiel schon echt geil, ey. Krass, schon 41 Motoren. Doof. Da. Perfekt. Bauen den Stein einfach zu. Oder kann man den abbauen? Nö. So. Das sieht so krass aus, ey. Logistik Mod 3. Warte mal, was braucht man nochmal für den Weltraumlift? Muss ich jetzt mal eben gucken gehen. Boah, das dauert so ewig, bis ich jetzt da oben bin, ne? Oh, warte mal. Weg ist der Scheiß. So. Ein Jetpack wäre schön. Vor allem, der braucht aktuell eigentlich noch so wenig Sachen, dass es überhaupt sich überhaupt nicht lohnt, in diese Eingänge, die der hier hinten hat, da was reinzuführen, so wie ich hier scheinbar getan habe. Das bringt überhaupt nichts. Die Platten kann ich mir sparen hier. Eventuell kannst du ja noch eins bauen, also irgendwann. Was? So eins? Weltraumlift? Ich glaube nicht. Wozu? Einer reicht doch. 150.
Das sind normale modulare Rahmen. Oh, Alter. Das ist so viel, ne? Okay, Hub. Was war das nochmal? Mehr Slots. Ein- und Ausgang für Förderbänder. So, modulare Rahmen machen wir aus verstärkten Eisenplatten und Eisenstangen. Verstärkte Eisenplatten. Aus Eisenplatten und Schrauben. Eisenplatten und Schrauben mache ich aus... Ah, warte mal, ich habe doch auch noch... dieses andere Schrauben... Hä? Ich habe doch noch einen Ersatz... Be right back, alles klar. Ich hatte doch noch ein anderes Rezept für Schrauben. Gibt es das nicht mehr? Wurde das rausgepatcht? So, machen wir mal ein paar versteckte Eisenplatten. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. So, dafür brauchen wir jetzt noch Eisenstangen. Warte mal, drei. Das heißt, ich brauche 1500 verstärkte Eisenplatten.
Gut, produzieren wir die noch langsamer. Okay, wir lassen. Hallo? Ich glaube, wir lassen das mal lieber bei 100%. Das nehmen wir mal eben weg. Und das machen wir mal wieder an. Wie viele modulare Rahmen haben wir mittlerweile? 13, wow, Wahnsinn. So, sollte er erstmal in Ruhe weiter produzieren. Wir machen uns selber unsere jede Menge versteckten Eisenplatten brauche ich. So, machen wir mal wieder. Ich kann gerade nichts machen. Was? Ja, hör mir nicht meinen Sound weg, ja. Meine Ohren saugen alles auf. Ich brauche mehr Schrauben. In falsche Richtung. So, wir haben bald keine Schrauben mehr. Oder... ja. Also brauchen wir im Prinzip doch erstmal die schnelleren Förderbänder. Weil im Prinzip können die Schrauben noch schneller produziert werden, sie werden nur nicht schnell genug abtransportiert.
Ach ja. Schon wieder keine Eisenplatten mehr. Alter, wie lange soll das denn dauern? Das wäre ja hauptsächlich ein Wartespiel. Mein Gott. Aber wie weit sind denn die Motoren? Da hatten wir vorhin schon jede Menge. Wir produzieren mal ein bisschen schneller. Saft haben wir genug. Oh, super, das geht ja. Dann machen wir das so. Wie viel Draht haben wir noch? Nicht genug. Fünf. Eins, zwei. So. Nee, falsch. Da. Das, 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 das. Das, das. Und 50 Motoren. Und go. Hat sich dank eines Containers mit erhöhter Lagerkapazität und erhöhter Förderbandeffizienz verbessert. Nice. Tschüss. Hat jetzt 48 Slots, ja, wow. Aber... Der ist jetzt halt größer, ne? Aber das war dann im Prinzip eigentlich auch schon. Aber von den Dingern haben wir relativ viele. Die kosten nur Stahl. Das ist gut. Davon haben wir nämlich mehr als von den verstärkten Eisenplatten.
Komm, schmeiß mal schon mal ein bisschen was rein hier. So. 180 haben wir schon mal. Sieht schon nice aus alles. Ich mag das Spiel. Wobei ich trotzdem, also ich muss sagen, ich habe trotzdem auch immer noch mal wieder Bock, oder ich hätte auch immer noch mal wieder Bock auf Factorio, ne? Hätte ich schon mal auch mal wieder Bock drauf. Nee. Hier kommt der Kram hoch. Aber davon sollte ich vielleicht mal welche abgreifen. Ah, super. Hi. Willkommen zurück. Ein bisschen, ja. Ich habe eine Seite einfach abgestellt, dass die jetzt ein bisschen schneller kommen. Ich habe jetzt gerade erstmal das Förderband-Ding da oben rechts gemacht, damit ich jetzt schnellere Förderbänder bauen kann. Und dafür brauche ich allerdings Stahl. Das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil von Stahl haben wir momentan noch Überschuss im Gegensatz zu verstärkten Eisenplatten. Dann baue ich eigentlich sogar lieber die. Aber dann muss ich jetzt mal eben, das muss ich jetzt mal eben irgendwie geschissen kriegen hier, dass die abgezwackt werden.
So. So. Nee. Wände, da. Da müssen wir hin. Ach, keine Eisenplatten mehr, echt jetzt. Au, 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 au. Jetzt muss ich echt Eisenplatten. Stahl war. Jetzt muss ich echt Eisenplatten holen gehen, oder was? Oder. Nee, warte, brauche ich gar nicht. Ich kann mir auch. Nein, hier kommt nur Kohle an. Hier kommt Eisenerz an, genau. Musst du eigentlich die nächst besseren Sachen immer erforschen oder schaltet man die einfach so frei? Nee, man muss eben mit, ach, jetzt kann ich das hier nicht zeigen. Denn das, was oben rechts stand, ne, damit muss ich quasi die nächsten Sachen erforschen. Ich muss immer ein bisschen was herstellen mit dem, was ich herstellen kann. Die Sachen werden dann quasi mit diesem komischen Fliegeding hinten am Hub hochgeschickt in die Luft und dann kann ich den neuen Kram bauen. Okay, es wird sofort freigeschaltet, was ein bisschen sinnlos ist, meiner Meinung nach. Eigentlich am sinnvollsten wäre es eigentlich, wenn jetzt die Zeit, da oben rechts steht ja, da oben rechts steht ja, Pot will return in. Wenn die Zeit abgelaufen wäre, dass man dann die neuen Rezepte kriegen würde, das fände ich noch ein bisschen sinnvoller, aber naja. Von mir aus auch so. Ach ja. Ach echt jetzt? Ach ja, so. So, so. Nein, nein. Top. Warte mal. Wüsste ich nicht eigentlich. Logistik, Förderband. Ui. Alter. Ja, natürlich ist das Ding jetzt im Weg. Oh.
So, dann nehmen wir mal die Dinger hier. Gucken wir mal. So. So, so. So, so. So, so. Dann haben wir jetzt auch mal die Dinger verbaut. So, so, so. So. Guck mal, wie die Scheiße hier reinrauscht. Alter. Das geht jetzt echt zack, zack, ey. So, hier ist Überproduktion. Hier ist auch über. Hier ist, glaube ich, auch über, ne? Ja. Hier ist auch über. Also hier ist eigentlich alles über. Haben wir jetzt eigentlich... Ah, das ist im Gesamt... Ja, stimmt. Das ist ja im Gesamtnetz drin. Okay, hier ist auf jeden Fall noch ein Förderbandsplit. Kann man hier eigentlich jetzt... Echt jetzt? Lol, ernsthaft. Lol. So, machen wir mal so, damit es nicht ganz so aussieht, als würde er in der Luft stehen. Aber dann machen wir jetzt aber auch. Müsste dann jetzt ja eigentlich auch so gehen, ne? Warte mal. Das machen wir jetzt auch nochmal weg. So. Hier könnte theoretisch auch noch eine Schnecke rein. Wie sich das anhört. Okay, gut. Jetzt gucken wir mal, ob das hier was bringt. Also hier sind sowieso, hier ist auch wieder Überschuss. Aber hier halt eben nicht. Zack. 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 Zack.
Ui. Stahl. Stahl, 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 Stahl. Ich brauche den Stahl. Ach, ich habe das Lager jetzt unten gebastelt, ne? Oder? Habe ich das Lager jetzt nach unten gepackt? Oh ja. Ja, klar, natürlich. Nee, hier fahre ich nicht. Au. Bleib hängen. Ja, habe ich. Guck mal, wie die Schrauben hier jetzt durchrauschen. Jetzt möchte ich mal wissen, ob die auch so schnell aus dem Container rauskommen. Alter. Okay, das bleibt jetzt auf einem Level wieder. Wie sieht das jetzt hier aus? Jetzt werden es auf jeden Fall mehr hier. Jetzt können wir im Prinzip eigentlich auch hier die Produktion wieder einschalten. Weil jetzt sind da sowieso genug. Aber auch nur, bis der Konstruktor da oben sein Schraubenlager geleert hat. Dann dauert es wahrscheinlich wieder. Naja, abwarten. Ups. So. Das haben wir. Das heißt, hier werden jetzt verstärkte Eisenplatten hergestellt und ja, gut, das brauchen wir hier nicht schneller zu machen. Das lohnt sich nicht. Schneller kommen sie ja eh nicht raus. Ach komm. So. Rasen sie rüber. Ah, sind ja schon wieder ein paar, ne? Leert sich Raube, glaube ich, langsam, oder? Oder füllt, ne, füllt sich, ne? Ja. Ah, guck mal.
Haben wir noch Batterien? Wir haben noch eine Schnecke. Okay, wir brauchen definitiv mehr Barren. Also. Okay, hier ist Dauerproduktion auf jeden Fall. Und hier ist Überschuss. Aber jetzt haben wir... Wir brauchen jetzt eine eigene Eisenproduktion. Das heißt, hier muss eine Schmelze hin. Logistik, Förderbandsplitter. Das machen wir mal hier weg. Das machen wir hier weg. So, das da rein. Das da rein. Das hier hin und von hier dahin. Das Kabel kann auch ab und das Kabel kann auch ab. Energie. Da dran. Eisenbarren. Okay. Warte mal, habe ich das Energiefragment jetzt noch? Nee, ne? Nee, shit. Blödsinn hier. Hier bräuchte ich noch eine Batterie. So. Hier sind schon drei Energiefragmente drin. Das Ding läuft schon auf volle Power. Noch schneller geht gar nicht. Also der wird auf jeden Fall flüssig mit Eisenstangen versorgt. Aber
Das reicht trotzdem noch nicht. Wir haben keine flüssige Versorgung mehr. Es läuft besser als vorher, aber das ist immer noch nicht gut. Also werde ich hier definitiv noch erweitern müssen. Ach, guck mal, die Mine kommt nicht mehr hinterher. Ah. Produktion. Ich brauche einen Minator. Ach shit, keine Ausrüstungswerkstatt mehr. Ah, hier. Ein mobilen Minator, bitte. So. Minator. Und Energie, bitte. Warte mal, wo hatte ich die Energie her? Hier, oder? Ich glaube wohl. Also die Erz vorkommen nicht. Nicht oder noch nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll. Könnte noch eine Schnecke gebrauchen. Um hier noch mehr rauszuholen. Aber es läuft so gerade eben flüssig durch. Hier läuft es auch so gerade eben flüssig durch. Hier hängt es ein bisschen. Problem ist der Stock dann, wenn er nicht genug kriegt. Okay, ach, verdammt. Okay. Geronimo! Oh. Oh. Wir hören gleich auf, wa? Nur so zur Info. Oh! Finde ich auch krass, dass man in dem Ding selbst dazwischen fallen kann, dass die Kollisionsdaten wirklich so sind, wie die Dinger aufgebaut sind. Dass man nicht einfach nur so einen fetten Kasten hat.
Also die haben sich echt richtig viel Mühe gegeben bei dem Spiel. Ich finde das so genial. Ah, hier unten scheint noch Kupfer zu sein. So, jetzt gucken wir mal, ob wir... Wir hatten die gelben doch eigentlich auch erforscht. Dann müssten wir die doch eigentlich auch direkt umbasteln können zu einem Energiefragment, oder nicht? Echt nicht? Oh ne, muss ich die jetzt echt erst erforschen? Ja, muss ich. Na toll. Naja, ich latsch mal einfach ein bisschen. Vielleicht finde ich ja noch eine. Blau? Wieso blau? Ah, da. Schön, dass man überall bauen kann. Und alles wieder mitnehmen kann. So. Komm, dann holen wir die jetzt auch noch eben. Dann haben wir zwei Stück. Haben wir noch eine auf Reserve. Das hört sich gerade so an, als wäre hier der Strom abgekackt. Ich sehe doch, dass hier eine ist. Ist gut. Guck mal, da fährt ein Auto. Das fährt der jetzt runter. Kennst du den Komplex eigentlich schon? Oh, guck mal, da hinten ist eine gelbe. Guck mal, meine Kohlefabrik. Fährt da runter. Wird jetzt beladen. Dann fährt er da vorne rein und kommt da wieder raus. Und der andere fährt da rein, fährt da um die Ecke, fährt da runter. Dann ist da unten auch noch so ein Lagerstationsding. Und fährt dann, da, kommt da wieder raus. Ja, und da hinten ist die Mine und hier noch zwei Kohlegeneratoren, um den ganzen Kack hier zu betreiben.
Ist ja wie ein Parkhaus, ja. Autsch. Aber ich wollte es halt irgendwie vernünftig haben. Okay, gut, ich konnte mich nicht so ganz entscheiden, in welche Richtung jetzt die Wände gehen sollten. Also es ist so ein bisschen zusammengeknüppelt, aber das funktioniert. Boden ist zu steil, willst du mich verarschen? Mit dem Bolzen kannst du die Löcher schließen. Ja, ja, genau. Gelbe Elektroschnecke. Nice. Och Mann, da hinten ist noch eine. Ey, komm. Der hat mich gerade beinahe in den Tod gebaut. Oh, Bären. Habe ich die jetzt? Doch, ich habe die komplett abgeerntet. Dass die Kacke nicht nachwächst, ne? Wozu bleiben die Pflanzen denn stehen, wenn sie eh nicht nachwachsen? Praktisch. Und noch eine grüne. Nice. Geht ein bisschen hoch. Macht der eigentlich die ganze Zeit diese Walgeräusche? Hört sich irgendwie so an, ne? Fetter Schmetterling, ey. Die boosten deine Energieproduktion? Ja. Ich nehme die Schnecken, quetsche die so zusammen, drücke die in so eine Röhre rein und dann kann ich die in die Maschinen einsetzen. Der späht dich aus, um dich zu bombardieren, ja. Oh, Nüsse. Ich habe neue Nüsse. Hä? Wahrscheinlich nicht. What the fuck, wir haben echt zu viel. Ach, der Miner, der verbraucht jetzt ja auch nun natürlich noch mehr. Okay, gut. Machen wir halt noch ein Kohlekraftwerk. Wir sind ja modular erweiterbar. Logistik. Das und das. Machen das jetzt. Ach, ist das dein Scheiß Ernst?
Batz. So. Jetzt läuft die ganze Kacke auch wieder, hoffentlich. Einsturz? Du meinst den Energieeinsturz? Wahrscheinlich wegen dem Miner Level 2, den ich da oben hingesetzt habe. Denke ich mal. Das Problem ist, es laufen ja nicht alle Maschinen absolut gleichzeitig. Das heißt, du hast die ganze Zeit so Spannungsschwankungen, ne? Weil die ja unter... Also würden alle gleichzeitig anfangen zu arbeiten, dann hast du eben hier dieser Anstieg. Das ist, wo alle Maschinen quasi gleichzeitig anfangen zu arbeiten. So, und hier, keine Ahnung, arbeitet zum Beispiel der Eisenkonstruktor gerade nicht. Dann arbeitet der da wieder, aber gleichzeitig die Mine nicht. Dann arbeitet hier dann die Manufaktur wieder und dann aber hier der Konstruktor nicht, ne? Und dadurch kommen diese Gedöns dann zustande. Hier siehst du im Prinzip, dass die Maschinen alle noch relativ gleichmäßig arbeiten und hier fängst du an, okay, wir haben irgendwo Probleme mit Ressourcen. Da fehlt irgendwo etwas. Und in diesem Moment arbeitet die Maschine nicht und verbraucht also keinen Strom. Also sinkt es da. Dann ist wieder genug da, also geht die Maschine wieder hoch. Und so hast du irgendwann halt einfach, auch wenn du eigentlich immer so irgendwo bei 150 pendelst, kann es sein, dass wenn du dann eine Maschine einschaltest oder eine neue Maschine einschaltest, die mehr verbraucht, dass du dann boop, so eine Spitze hast. Ich sag mal, der normale Miner, also der da, verbraucht glaube ich irgendwie 4 Megawatt oder so und der verbraucht schon 12 Megawatt, ne? Das ist schon ein bisschen was anderes. Wenn du es perfekt ausbalanciert hast, dann ist es ein gerader Strich. Ja, dann wäre es ein gerader Strich, aber dann würde es aber auch wirklich perfekt gleichzeitig alles laufen. Das, vergiss es, das funktioniert nicht. Der arbeitet noch. Okay, jetzt brauchen wir die Schnecken scheinbar gar nicht mehr. Weil hier wird jetzt gar nicht mehr so schnell nachproduziert. Also kann alles hier in die Schrauben reingehen. Wobei. Wir könnten hier noch eine in die Schmelze packen. Achso, haben wir ja noch nicht zusammengeknüppelt. Energiefragment. Das ist eine gelbe. Wir hatten drei grüne eingesammelt. Ach krass. Okay, jetzt werden 45 pro Minute produziert. Das heißt, hier kommen jetzt werden es kontinuierlich immer weniger. Das heißt. Komm. So. Zack, zack. Statt 60 kommen hier jetzt 90 die Minute raus. Wow, aua. Die jagen jetzt hier durch. So. Hier sammelt es sich jetzt wieder. So, haben wir hier noch einen Zeitverlust? Ja, wir haben hier immer noch einen Zeitverlust. Das heißt also, hier kommt noch eins rein. Sechzehn, fünfzehn, sechzehn, fünfzehn, sechzehn, fünfzehn, sechzehn, fünfzehn, sechzehn, fünfzehn, siebzehn. Okay, hier steigt. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Bleibt oder steigt? So, jetzt haben wir wieder fast. Ups. Fast durchgängigen Verbrauch. Dann jetzt produzieren die Maschinen da unten auch wieder durchgängig. Okay. Man könnte es immer noch, man könnte immer noch eine zweite Schraubenbahn mit reinbringen. Aber jetzt haben wir die Schraubenbahn so weit optimiert, also mehr geht eigentlich quasi gar nicht, glaube ich.
Weil der läuft auf Maximum. Und der läuft auf Maximum. Besser geht nicht. Und wenn das, was hier läuft, also die 150% ausreichen, um die beiden auf Maximum auszulasten, dann, ja, brauche ich da nicht noch mehr Schnecken reindrücken. Das macht dann keinen Sinn. So, wie weit bist du? Bist du fertig? Oh ja, bestätigen. The crystals on this slug can be harvested and converted into two power shards that function with current fix-it technology. Several buildings would be capable of performing 100% capacity if infused. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 2. Mit einer gelben mache ich zwei aus einer. Also, ich muss das, stimmt, das muss ich erstmal. Rein da, rein da, rein da, rein da. So, und 200 Platten. Wie viele Platten habe ich denn? Hä? Wieso? Tu doch die anderen Stangen hier auch noch rein. So. Oh, ich brauche mehr. So. Ich brauche definitiv mehr Laufwege, ey, vernünftige, über den Maschinen. So, jetzt habe ich den Pott beladen. Siehste, jetzt habe ich die Rezepte bekommen. Und jetzt fliegt er den Kram nach oben bringen. Warum das dann jetzt nicht auch mit dem Weltraumlift gemacht wird, ich habe keine Ahnung. Vielleicht weil das weniger teuer ist oder so. So, und jetzt kann ich nämlich, jetzt müsste ich hier an dem Ding gelbe Schnecken verarbeiten können. Da, Energiefragment. Da, zwei Stück aus einer gelben Elektroschnecke. Zack. Das packen wir mal rüber, das packen wir mal rüber, das packen wir mal rüber, das packen wir mal rüber. So. Jo. So ist das, ne? Num, num. Oh, ich kann nicht laden, schade. So, 261. Haben wir ja schon die Hälfte geschafft. Die Motoren, die basteln sich von alleine, die sind wahrscheinlich sogar schon fertig. Und die modularen Rahmen sind irgendwie extrem teuer. Mein kleines Dorf. Hübsch. Sieht gar nicht so groß aus, ne? Wenn man so von oben guckt, sieht das echt mickrig aus. Aber speichern das jetzt mal.
Ja. Naja, sagen wir mal so, ich habe da auch schon fast 19 Stunden reingesteckt, ne? Also, 19 Stunden müssen ja schon irgendetwas, das muss ja schon irgendwas gewesen sein, ne? Aber es sieht irgendwie nicht so danach aus. Eigentlich müsste man den Beobachtungsturm hier oben noch höher setzen. Nicht mehr heute. Also ich komme schon wieder auf die nächste Idee und will am liebsten direkt weitermachen. Ist sie gut jetzt? Komm, lad. Oder auch nicht, mir egal. So. 50er. Und den AFK-Titan? Freut mich. Immer. Aber auf jeden Fall mal wieder ein bisschen was Chilliges. Ich glaube, mit Anthem. Anthem macht irgendwie Spaß, aber ich glaube, das wäre mir heute zu stressig gewesen. Aber ich bin schon froh, dass ich weiß gar nicht, wie erholen funktioniert. Mache ich schon seit 15 Jahren oder so nicht mehr. Ich bin schon froh, dass Webcam, Ton und Spiel überhaupt mal wieder halbwegs funktionieren. Das war ja die letzten Tage alles für den Arsch irgendwie. Webcam ruckelt irgendwie oder hängt irgendwie gar nicht mehr, ne? Seitdem ich die jetzt wieder in den normalen USB-Port habe. Also schon ein paar Tage jetzt nicht mehr. Also Webcam ist scheinbar nicht kaputt. Es lag wohl wirklich scheinbar am USB-Port. Scheinbar hatte ich die wohl in USB 3.0 gesteckt und damit kommt die wohl scheinbar irgendwie nicht klar. Warum auch immer, weil USB 3.0 ist ja eigentlich besser. Im Prinzip passt ja noch mehr durch, also weiß ich nicht, wo das Problem ist. Dann hatte ich mein Interface, hatte ich scheinbar auch noch da drin stecken, oder? Nee, Quatsch hatte ich gar nicht. Ich hatte es einfach in einem anderen USB-Port, aber irgendwie kam der wohl nicht damit klar. Dann, sprich, ich hatte jetzt letzte Tage, hatte ich keine Webcam-Probleme mehr, aber dafür hing der Ton irgendwie. Also ich habe quasi jetzt was gesagt und jetzt kam der Ton. Also eine Verzögerung von, ich weiß nicht wie lang, keine Ahnung. Und ich habe es nicht weggekriegt. Normalerweise kannst du ja so ein Synchronisations-Offset setzen im Streamlabs, aber nicht in den Minusbereich. Früher ging es immer in den Minusbereich, aber wenn ich es diesmal gemacht habe, kam dann quasi kein Ton mehr an vom Mikro. Ne, dann ging es zwar immer, wurde es immer synchroner, aber es kam so gut wie nichts mehr durch. Von 5 Sätzen kam nur noch so ein Buchstabe an. So ungefähr. Ja. Dann habe ich, bevor ich das nächste Mal neu gestartet habe, dann das Mikro-Interface auch nochmal in einen anderen USB-Port gesteckt. Jetzt ist beides wieder synchron. Yay. Geil. Super. Wollte ich einen Stream starten? Anthem. Übelst am Ruckeln. Stream. Übelst am Ruckeln. Ich so, was geht denn ab? Beziehungsweise, nein. Sorry, stimmt gar nicht. Stream war flüssig. Weil das habe ich ja vor dem Webcam-Problem schon gelöst. Ich habe mir aber gedacht, okay, gut, Nvidia nervt mich schon seit 3 Wochen mit einem neuen Update, installierst du das Update einfach mal. Bin auf die Seite gegangen und dann stand da, dass es jetzt mittlerweile nicht nur Game-Ready-Treiber, sondern auch Creator-Ready-Treiber gibt. Die halt extra so, wo die Treiber extra optimiert wurden für so Programme wie Photoshop, Blender und da stand auch was von wegen, auch Livestreamer hätten ihre Vorzüge dadurch und keine Ahnung, ich weiß nicht, was habe ich mir gedacht, oh komm, probier's einfach mal aus, was soll passieren, ne? Ja, Stream war flüssig.
Anthem hatte von 60, 70 FPS auf einmal nur noch weniger als 30. Und hat gefreest wie Sau. Das habe ich jetzt mittlerweile wieder einigermaßen hingekriegt, dass ich jetzt während des Streams bei Anthem so etwa 40 bis 50 FPS habe, meistens. Läuft also. Stimmt, den Stream habe ich mitbekommen, ja. Jetzt, also gestern habe ich es dann nochmal ausprobiert und es läuft jetzt wieder einigermaßen, nur ich hatte heute irgendwie keinen Bock auf Anthem. Noch dazu, wenn Titan jetzt gerade sowieso kein Anthem zockt und dann auch nicht mitzockt und so, dann ist sowieso so... Klar, ich habe auch Bock auf die Mission, aber heute nicht. Vielleicht morgen. Mal gucken. Wie das jetzt so demnächst dann ja auch noch mit Renovieren und so aussieht. Also es könnte eventuell sein, dass ich auch einmal bis spät abends oder so überhaupt gar nicht da bin. Oder dass ich, wenn ich nach der Arbeit noch was mache und relativ früh zu Hause bin, habe ich aber einfach keinen Bock mehr oder keine Ahnung. Macht nur im Koop wirklich Spaß. Ah, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also bisher hat das für mich nicht viel Unterschied gemacht, ob da jetzt noch einer mit dem Team war oder nicht, weil ich habe mich mit den Leuten nicht unterhalten. Ich denke, der Unterschied ist, wenn ich das jetzt da mal mit Ersor und Titan zusammenzocken würde, vielleicht noch Arty dabei oder so, dann ist das wahrscheinlich was anderes. Aber ansonsten ist halt ein Shooter. So, komm, wir haben schon wieder 17 nach. Schlaf gut, träum süß. Wir sehen uns vielleicht morgen und ansonsten die Tage irgendwann wahrscheinlich, wa? Gute Nacht.